Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Also, ich bin absolut gespannt, wann ich das nächste Tor mache mit meinem Stürmer oder wenigstens Vorlage, weil ich glaube, ich bin jetzt schon seit mindestens 10 Spielen stürmerübergreifend ohne Scorerpunkt bei denen, oder? Kann das sein? Könnten sogar noch mehr sein. Es ist unglaublich. Wenn ich jetzt Stindl, Hernandez und Modest vergleicht, dann muss ich sagen, dass glaube ich schon Second In Form Hernandez die meisten Schüsse abgegeben hat. Geblockt wurden die Schüsse ja eh von allen, aber ich glaube, er ist am häufigsten zum Schuss gekommen. Und das spricht ja eigentlich wenigstens dazu, dass er gut steht. Deswegen, ich wechsle jetzt eh nicht mehr die letzten drei Spiele, aber deswegen glaube ich, dass momentan Second In Form Hernandez dann doch der bessere Stürmer für mich ist. Einfach weil er halt am häufigsten zum Schuss kommt. So, konzentrieren. Jeder Sieg zählt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Elite 3 erreichen kann im Monat. Das schaue ich erst nachdem ich jetzt hier. Okay, das ist Low Budget und ein bisschen gut gemixt. Das schaue ich erst nach, wenn ich jetzt hier noch ein Spiel verliere. Dann schaue ich nach, wie viel ich im Monat brauche. Weil dann kann. Ich glaube, wir können den gar nicht mehr erreichen, den Monatssieg. Also Elite 3. Gold 3 haben wir schon sicher, glaube ich. Aber ich glaube, wir können kein Elite 3 mehr im Monat werden. Deswegen, sobald ich ein Spiel verliere, werde ich mal nachschauen. Aber erstmal gut spielen und das gewinnen. Konzentrieren. Ich meine, im letzten Spiel war ich auch gut. Wir hatten halt einfach das Problem, dass der Gegner entweder sehr defensiv gespielt hat, viel Glück hat in der Defensive. Oder wir sehr viel Pech oder wie auch immer. Auf jeden Fall waren wir der klar bessere Spieler. Und dann hat er leider im Elfmeterschießen Glück gehabt. Müsste ja nicht durchziehen müssen. Spielt auch hinter, fällt mir gerade auf. Krass rausgespielt, das war super riskant. Wie oft passiert denn das noch? Okay, diesmal haben wir. Ah nee, Quatsch, das war ja wieder ein relativ schwaches Team, oder? Ey, wenn jetzt wieder ein starkes Team kommt, ich drehe frei. Das kann doch nicht sein. Woran liegt denn das? Fitness, Ausdauer, das kostet ja so viel Kohle. Es ist ja aber richtig oft vorgekommen, diese Weekend League. Richtig oft. Und es haut einen halt auch jedes Mal wieder aus der Konzentration raus und oh. Ey, das ist so scheiße, Mann. Ich weiß nicht, die sollten einfach erkennen, dass wenn 10. Oder selbst wenn noch keine 30 Minuten Ingame-Time vorbei ist und das Spiel wird abgebrochen ohne Eigenverschulden, dass dann keine Verträge und keine Fitness abgezogen wird. Das ist doch kein Zustand. Das kostet ja auch Coins. Also ich weiß nicht, super viel wird es bisher nicht gekostet haben. Okay, das Team ist auch nicht ultra stark. Super viel wird es bisher wahrscheinlich nicht gekostet haben. Stimmt, wir könnten noch mal Embolo als Stürmer testen. Der hat ja eigentlich. Der ist. Körperlich stark, der hat einen guten Abschluss, der ist dribbelstark, der ist schnell, das sollte eigentlich, könnte sehr gut funktionieren mittlerweile für uns. Aber der ist halt so teuer. So, jetzt einfach wieder konzentrieren. Auf alles andere scheißen wir jetzt erstmal, wir konzentrieren uns. Nehmen wir die Ecke mit. Also. Auch hier wieder stürmerübergreifend, seit Ewigkeit nichts mehr gerissen bei einer Ecke. Jetzt stellt er wahrscheinlich irgendwas um. Ja, Kimmich war Team of the Group Stage und Titi Varane. Auch wieder Hybrid, warum weiß ich nicht. Mit Embolo, Costa und Bellarabi natürlich schnelle Spieler. Ich hatte nicht geguckt, was für ein Champions League Style Embolo hat. Falls er Hunter haben sollte, wäre er natürlich ultra schnell, aber ich glaube auch so hat er, glaube ich, 88 Pace. Einfach konzentrieren, gut spielen und verdient das Spiel gewinnen. Vielleicht auch mal wieder zwei Tore oder so machen. Sollte sich erst drehen, aber naja, das kennen wir ja.
Okay. Voll an Sirigu. Oh, es war eigentlich ein schöner Schuss, aber neben das Tor. Aber das war halt, ich meine, links, ne? Schwacher Linker, das ist alles nachzuvollziehen, vielleicht auch nicht gut gezielt. Das war jetzt auch kein Tor, das unbedingt rein muss. Klar wäre ein Zaubertor gewesen, aber wie gesagt, ist jetzt keins von den Dingern, wo ich sage, oh nein, ich dachte Müller geht an den Ball. Ist jetzt keins von den Dingern, wo ich sage, die müssen halt rein. Abseits. Wir waren vorher halt auch wieder mit Dembele dran und haben den Berberspin eigentlich perfekt antizipiert. Aber leider hat es nicht gereicht gehabt. Kein Foul, okay. Oh, das macht er echt gut auf außen. So gut wie nie kriege ich hier irgendwie einen Einwurf oder eine Ecke. Oh ja, behindert euch wieder gegenseitig. Nice. Aber egal, ruhig bleiben. Es ist nichts passiert. Einfach ruhig bleiben. Kimmich. Wie kann denn Kimmich kräftiger sein als Dembele? Lackt aber auch mit Costa rum, ist unglaublich. Der
official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of its own. Oh, und wieder kommen wir nicht zum Abschluss. Fuck! Oh, das ist so anstrengend. Aber es ärgert mich einfach so sehr, dass wir keine Tore mehr schießen. Vor allem für den Stürmer. Oh, es sind alle so knappe Spiele. Dieses dreckige Scheiß-Matchmaking. Wer hat mal einen schlechten Gegner, der spricht das Spiel ab. Ich bin mir fast sicher, dass es daran liegt. Oder was damit zu tun hat. Ich habe halt erst jetzt in der Weekend League darauf geachtet, aber wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, das war oft so, dass wenn das so zeitlich abgebrochen ist, war es einfach ein schlechtes gegnerisches Team und dann haben wir halt ein stärkeres gekriegt. Und das jetzt ist ja auch schon deutlich besser als das Vorgehen. Das hat jetzt Inform Embolo. Ich weiß nicht, wonach das geht, ob das nach den Coinpreisen. Ich kann es mir aber fast nicht vorstellen, dass nach Coinpreis oder irgendwas ausgewählt wird. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das programmiert ist, das Matchmaking, dass es einen Verbindungsabbruch gibt, wenn das Making halt nicht gepasst hat und das deutlich schwächere Team gegen das deutlich stärkere spielt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, ich weiß auch nicht. Aber egal, der Gegner hat nullmal geschossen in der ersten Hälfte, wir bleiben also genauso, wie wir jetzt gespielt haben. Und versuchen, unsere Angriffe noch besser durchzubekommen. Der Hausen hier ist echt schnell. Scheiße. Was für ein Pass, ey. Scheiße, Mann. Das war nicht zu verteidigen. Dieser verdammte Pass, Außenmaukenpass, der war so krass, der Pass. Fuck you, ey. Egal. Wir gewinnen das Spiel. Das ist der erste Schuss, den der Gegner abgibt. Solche Dinge hat Müller halt auch schon oft gemacht. Wir hatten ja auch schon einen ganz guten Schuss mit Chicharito, der nicht gemacht wurde. Klar, ne, dass er da nicht hingehen soll. Ich mache Abschluss. Danke. Das wird als faul gewertet. Er drückt. Oh Gott. Das Spiel läuft jetzt aber auch komplett für den Gegner, oder?
Wird natürlich gehalten, aber endlich kommen wir wieder zum Abschluss, ohne dass es geblockt wird. Dieses verschissene Ball halten, nur weil er keinen Bock hat, mehr weiterzuspielen. Wir werden wieder das Spiel verlieren, das ist dann aber... Oh. Substitution for the host. Coming off the pitch, number 8, Joshua Kimmich. And number 10, Khalid Balabali. To be replaced by number 13, Julian Jackson. And number 14, Danilo. Kann man so viel Pech auf einmal haben, ey, das gibt's gar nicht. Alter, wie kann denn so ein beschissen aus der Puste gekommene Costa meinen frischen Ribéry überhaupt wegdrücken? Dummer Fuck, Mann! Wegen so einem Scheiß verlieren wir das Spiel und schaffen unseren Elite 3 wieder nicht. So ein beschissener Lacker, ey. Das zweite Tor, okay, ich musste aufmachen, ist mir scheißegal, aber das erste Tor ist das Problem. Und ich schaffe es dann einfach nicht mehr, irgendwie ins Spiel reinzukommen, ey. Zum Kotzen. Auf jeden Fall kein verdienter Sieg, ey. Fuck! Fuck! Ich hoffe, dass ich keine Liga 3 mehr im Monat schaffen muss, kann, weil ich habe keinen Bock mehr zu spielen. Fick dich! Es lief so gut, es lief so gut. Jetzt haben wir, ich glaube, das ist jetzt das dritte, oder? Das dritte, was wir unverdient verlieren, plus dann noch dieses Scheiß, was abgebrochen wird. Wo wir 1-0 führen und wir dann die Niederlage bekommen, das sind wir bei 4, plus dann dieses 0-0, wo ich aber
klar besser war und der Gegner total schlecht, was abgebrochen wird, was dann nochmal wiederholt werden muss, wo man einen starken Gegner bekommt, sind wir bei, bei 5 verfickten Spielen, die nicht hätten so ausgehen müssen. Fuck you, ey. 5 Spiele, 5 verfluchte Spiele, damit bin ich Gold Elite 2 oder Elite 1 sogar, ich weiß es nicht. Wenn ich die alle noch gewinnen würde, aber ich... Boah. Ich bin trotzdem zufrieden mit der Weekend League. Ich werde jetzt die restlichen Spiele nicht machen, wenn ich keine... Das bringt jetzt eh nichts, ich spiele jetzt eh nicht mehr gut. Die 15 Siege, die ich eingefahren habe, das waren gute Spiele. Ich bin insgesamt zufrieden mit der Weekend League. Ich habe wirklich so konzentriert und so abgeklärt gespielt wie selten. Es war aber auch eine der anstrengendsten Weekend Leagues, genau aus dem Grund. Und weil ich halt auch... Ich hatte keine Abbrüche wegen... Ich hatte keine Tilt-Abbrüche, also wo irgendjemand Rage quittet und sagt, ja, ich führe 3-0 und der geht raus oder so. Hatten wir gar nicht. Was aber auch daran lag, dass ich, glaube ich, nie 3-0 geführt habe. 2-0 hatten wir ein, zwei Mal, aber 3-0 oder so hatte ich nie. Es war super anstrengend. Wir haben so wenig Tore gemacht, haben trotzdem auf die Spiele gewonnen, aber haben so wenig Tore gemacht, was natürlich auch einfach damit zusammenhängt, unsere Stürmer machen einfach nichts mehr. Die machen gar nichts, egal wen ich spiele. Keine Vorlagen, keine Tore. Die haben einfach keinen Bock mehr, diese Idioten. Ja, und ich bin jetzt einfach nur auf 180, deswegen rege ich mich jetzt generell so auf, aber ich weiß nicht mehr, soll ich jetzt Stindl nehmen und sagen, oh, jetzt hat aber Stindl die bessere Quote, jetzt muss ich doch wieder auf Stindl zurückgreifen. Wenigstens Gold 1 ohne Probleme, jetzt gucken wir uns mal den Monat an. Gold 3, wir brauchen 64. Wir haben 61. Ja, wir brauchen 3 Siege und wir haben nur noch 2. Das heißt, das war's. Wir brauchen keine mehr machen. Wir können maximal noch auf 63 kommen. Das ist geil. Das heißt, wenn ich Elite 3 in der Woche geschafft hätte, hätte ich auch Elite 3 im Monat geschafft. Und so ist mir jetzt, ist jetzt beides quasi verbaut worden durch absolute Scheiß-Drecksspieler. Die letzten beiden so zum Kotzen, vor allem das vorletzte Spiel. So eine unnötig verfluchte Scheiß-Drecks-Kackniederlage. Und... Ja, scheiß drauf. Ich bin, wie gesagt, ich bin zwar total angepisst und auf 180, aber ich bin trotzdem total zufrieden mit der Weekend League. Und wenn ich so immer spiele, die nächsten Weekend Leagues, dann bin ich mir auf jeden Fall sicher, da kommt auch mal die Weekend League, wo ich Gold 3 schaffe. Elite 3 schaffe. Von daher mal schauen. 2 übrig, wir brauchen 3 mindestens. Ja, ich spiele jetzt nicht mehr, ich bin jetzt eh so angepisst. Wozu soll ich die jetzt spielen? Das bringt uns ja gar nichts. Fickt euch, verdammt nochmal. Nicht ihr, die zuhört, logischerweise. Gott, die mich das aufregt. Fuck. Das kommt halt alles zusammen. Jeder verschissene Schuss wird geblockt. Das regt mich auf. Dass wir jetzt die Spiele von haben, regt mich auf. Dass wir diese 3 im Monat und in der Woche nicht geschafft haben, regt mich auf. Dass wir keinen Stürmer mehr haben, auf den wir zählen können, regt mich auf. Was ist denn da los, Mann? Oh, es ist echt scheiße, ey. Egal, es spielt eigentlich alles keine Rolle. Die Weekend League ist die ist vorbei, die nächste kommt und was wollte ich denn gucken? Ja, ich wollte nochmal nachgucken, was Embolo kostet, aber ich glaube, Embolo kostet mittlerweile sogar mehr als Lewandowski, weil Embolo nicht mehr in den Packs gezogen werden kann und Lewandowski schon. Also ich glaube, der Inform-Stürmer Embolo ist halt auf der Konsole noch deutlich billiger, weil er da häufiger unterwegs ist. Also werde ich wahrscheinlich als nächstes erstmal 239, ja, okay, 239 ist ja schon, also so um die 240.000 gibt es eigentlich schon seit Ewigkeiten, aber das ist auch der einzige, alle anderen sind, ach nee, jetzt noch 1,250, ja, also gut, aber Lewandowski kostet auch 240.000, ich glaube, wenn ich eine Wahl habe zwischen dem 81er oder dem 90er, dann teste ich lieber erst nochmal den 90er, deswegen schauen wir mal, was Lever zurzeit kostet. Ich hoffe ja, dass er einen Tick billiger wird, wenn die Bundesliga Weekend League vorbei ist. Ah, ich gebe direkt mal 240.000 ein. Für den Preis habe ich ihn die letzten Tage gesehen gehabt. Ja, 225, ein bisschen billiger. Ich sag ja, ich gehe davon aus, er wird ein bisschen preiswerter jetzt werden, wenn die Weekend League vorbei ist, weil dann wird er vielleicht von den einem oder anderen Spieler wieder verkauft werden. Aber ich habe die Kohle noch nicht. Ich müsste halt einige Spieler verkaufen, aber
Wenn ich die alle verkaufe, müsste ich halt unter Wert reingehen. Und die Spieler unter Wert verkaufen, das will ich eigentlich nicht unbedingt. Bei so Spielern wie Lewandowski geht mir einfach so unendlich auf den Sack, dass es so viele Leute gibt, die den halt so überteuer reinstellen. Ich kapiere das einfach nicht. Ey, die Spieler wären alles so viel billiger, wenn jeder mal so ein bisschen realistische Preise reinsetzen würde. Ich verlange ja nicht, dass jeder jetzt 50.000 unter Marktwert reinsetzt, aber wenn der billigste bei, also die 240.000 sind jetzt schon seit Tagen, wenn der billigste bei 240.000 drin ist, ja, warum stelle ich denn den für 299.000 rein? Wer soll denn den kaufen? Ach so, okay, ich sehe gerade, er hat 189 Startpreis. Okay, den nehmen wir mal außen vor. Wir können ja mal gucken, was der billigste ist, der normal rausgeht. Bei solchen teuren Spielern lohnt sich ja meistens auch. 200, 200. Ja, wenn man normal bietet, wird man wahrscheinlich etwas preiswerter den Spieler bekommen. Vielleicht so um die 200 bis 220.000. Aber zum ursprünglichen Thema zurück. Ich verstehe halt nicht, warum manche den so überteuert reinstellen. Das ist noch okay. Das ist auch okay. 230.000 Startpreis ist auch noch okay. Aber hier, 278, 279. Seit Tagen liegt er bei 240.000 und jetzt sogar ein bisschen weniger. Warum stellt man den für 280.000 rein? Den kauft doch niemand. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da wirklich das Glück hat, dass irgendwann so doof ist, die ist so gering. Das passiert einfach nicht. Der könnte den also zum Beispiel billiger reinstellen. Dann, das ist okay mit 239, 260.000. Eigentlich auch zu viel. 200, oder 300.000 Sofortkauf, 285 Startpreis. Auch viel zu überteuert. Der ist okay. Da ist der Startpreis okay mit 220. Komplett überteuert, 290. Der ist der billigste generell. Der ist okay mit dem Startpreis. 250 auch leicht über Markt, aber geht noch so 10.000 über Markt, werden auch nicht verkauft, logischerweise. Aber kann ich auch gerade so nachvollziehen. 250 Startpreis ist dann meiner Meinung nach schon wieder zu hoch. Mit 270 Sofortkauf sowieso sinnlos. Ja, auch zu hoch. Noch gerade so rechtfertigungsbar, ist das ein Wort? Keine Ahnung. 270.000 zu hoch, 270 zu hoch. Vor allem, die sind ja auch erst vor kurzem reingestellt worden. Also 10 Stunden, 58 Minuten, die laufen ja auch noch ewig. Oh, ich könnte mich jedes Mal aufregen. Es gibt so viele Lewandowski-Karten, ohne Scheiß. Wenn's Embolo so oft geben würde, dann wäre Embolo viel billiger. Also Embolo Stürmer in Form. Ich würde jetzt am liebsten noch eine Stunde reden und einfach mich über die ganze Scheiße aufregen, die falsch gelaufen ist. Aber ich habe gut gespielt und im Endeffekt hat mich Elite 3 zu viele knappe Spiele gekostet, die ich dann verloren habe. Man muss halt im Endeffekt sagen, ich glaube, ich habe mehr knappe Spiele verloren als gewonnen. Das kann halt auch mal umgedreht laufen. Man kann auch mal mehr knappe Spiele gewinnen als verlieren. Man muss halt auch sagen, ich habe viele Elfmeterschießen gewonnen. 4 Stück von 5 Stück. Das ist halt auch krass. Und von den 4 Stück, die ich gewonnen habe, war ich, glaube ich, in 2 der bessere Spieler. Also da war es auch 2-mal wirklich verdient, dass ich Elfmeterschießen gewinne. Und 2-mal war es halt eher 50-50. Und die kann ich halt auch noch verlieren. Also kann man vielleicht diese 50-50 Elfmeterschießen noch mit zu den knappen Siegen dazu rechnen. Dann ist es wieder relativ ausgeglichen. Aber ich. So, irgendwas ist gerade mit meinem Xbox 360 Controller los. Geht der gerade seinen Geist auf, oder was? Ach du Scheiße, der gibt echt gerade seinen Geist auf. Ich glaube, er hat einen Wackelkontakt im Kabel. Oh Gott, hoffentlich passiert das nicht während des Spiels, aber das ist noch nie passiert. Fuck you, was ist denn jetzt los? Vielleicht hört er auch immer dieses Düdün-Geräusch. Ach, muss ich mir echt einen neuen kaufen? Mein war jetzt nicht mega tragisch, den habe ich schon recht lange, aber eigentlich habe ich keinen Bock drauf, mir einen neuen zu kaufen. Wenn ich den immer ruhig halte, sollte eigentlich nichts passieren. Fuck, ey. Was wollte ich sagen? Ja, es kann auch mal ein bisschen mehr für mich laufen. Ich denke, ich habe echt schon versucht, viel rauszuholen. Ja, was das Matchmaking angeht und so, ich weiß auch nicht. Und was das Blocken der Schüsse angeht, also, ich habe halt echt wenig, ich habe verdammt wenig Tore gemacht. Ich hoffe einfach, dass wenn ich jetzt bis nächste Weekend League mir Robert Lewandowski hole und dann, wenn ich es hinbekomme, auch noch. Fuck you, Controller, geht doch jetzt nicht kaputt? Was ist denn da los? Und ich dann bis nächste Woche schaffe, halt einen November Lacazette vielleicht wieder zu holen und halt Lewandowski und dass er hoffentlich abgeht, Lewandowski. Und dass wir dann, ja, darüber ein paar mehr Tore erzielen, weil das ist echt lächerlich, was wir an Tore geschossen haben. Vor allem mit unseren Stürmern. Komplett sinnlos. Und ich weiß nicht, also wenn ich mir Lewandowski leisten will, muss ich echt Spiele unter Wert verkaufen, glaube ich. Nicht unter Wert, sondern mit Verlust.
Und mal gucken, ob ich da Bock drauf habe. Aber ich will ja eigentlich schon ein, zwei Spiele Lewandowski nochmal testen vor der Weekend League und nicht erst wieder in der Weekend League damit anfangen. Deswegen mal schauen. Das wird halt teuer, weil Lacazette kostet, glaube ich, auch immer noch seine 90.000. Der Movember Lacazette, das ist echt blöd, dass er so teuer geworden ist. Ich meine, ich könnte mir auch den normalen kaufen, weil der kostet, glaube ich, nur noch 40.000 oder so. Das würde zur Not auch gehen. Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich mit der Tastatur auf Suchen gehe. Dizzeln. Was? Es gibt ihn einmal für 89.000. Was wollen denn die jetzt für Kohle haben? Sind die bescheuert? Das ist einfach nur ein verfluchter Movember, ey. Gott, das kostet schon knapp über 90, ja, immer um die 90 herum, aber trotzdem. Oh, da ist er jetzt mittlerweile 50.000 teurer als der normale, ganz ehrlich. Ich glaube, da kaufe ich mir einfach den normalen für 50.000. Was? Ich schwöre, den gab es vor einer Woche für 50.000 oder so. Ach so, Moment, ich habe noch ein Spezial drin. Einmal für 49, okay. Naja, aber um die 50.000, das heißt dann halt 40.000, weil die mittlerweile mehr haben für den November. Das ist ja erstens nicht wert und ich glaube, das werde ich mir auch nicht leisten können, weil da muss ich ja für Lewandowski und November muss ich dann wahrscheinlich so 320.000 Coins einrechnen. Das ist halt schon sehr viel. Die werde ich nicht zusammenbekommen. Scheiße, Mann. Ich glaube, dann nehme ich echt den normalen Lacazette und spare dann einfach für die Zukunft auf die Inform. Was kostet denn momentan die Inform? Wenn die jetzt wieder auf 300.000 oder so gestiegen ist, glaube ich, dann drehe ich einfach durch. Dann muss ich mir jetzt kurz boxen. Ne, er ist immer noch bei 260.000. Okay, 240. Oh Gott, ist der gesunken. Das ist ja geil. Dann kann ich ihn mir zumindest mal relativ preiswert kaufen. Das ist schon mal ganz schön. 240, 240. Ja, egal, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Ich bin ein bisschen frustriert, weil ich halt gefühlt, also rein theoretisch, aber wenn ich jetzt die letzten zwei Spiele noch spielen und gewinnen würde, hätte ich 17 Siege. Das habe ich, glaube ich, schon mindestens zweimal, ich glaube sogar schon dreimal geschafft. Also nichts Besonderes. Aber gefühlt war ich noch nie so nah an Elite 3 dran wie dieses Mal, weil ich gefühlt noch nie so gut gespielt habe. Aber egal. Gold 1 ist wieder dabei. Juhu. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschö, euer Paxis.